Willkommen zurück zu Minecraft Quick Pack. Ich musste das erstmal wieder fixen, weil das ja mal wieder ein bisschen rumgesponnen hatte. Passiert. Hier ist noch ein Stockwerk draufgekommen. Dann habe ich erstmal einen Deckel drauf gemacht, damit ich meine Fenster auf der anderen Seite nicht zumache. Und hier ist eine neue Sache passiert. Guckt euch das mal an. Es ist nicht der Idealzustand, aber es funktioniert. Es hält das immer so bei 640.011. Ne? Ganz einfach hier. Deswegen. Die Query da hinten ist durch. Aber ich ziehe mir halt trotzdem recht viel Strom raus, weil ich hier schon, naja, fast den dritten Laserdrill voll ausgebaut habe. Und naja, das kannst du dir ausrechnen, ne? 20 pro Teil. Hier 3 Viertel, also hast du 45 Kilo RF, die du verbrauchst, und ich produziere, ich glaube, 43 oder so. Ne? Also ein bisschen Defizit hat er schon, aber es läuft ja. Und dann habe ich halt, ja, das Ding wird ein bisschen mehr ausgebaut. Ich habe ja in den letzten Parts gezeigt, wie das geht mit dem Laser Drill. Ist ja eigentlich ganz einfach. Und ich habe schon mal Item Converts dran gemacht und hier hinten halt eine Sortierung. Alles, was Müll ist. Das brauche ich nicht, das nicht, das nicht. Damit kannst du nichts anfangen. Also, ne, das kommt halt weg. Punkt. Das ist halt nur noch das da bleibt, was man auch wirklich braucht und verarbeiten kann. Wie zum Beispiel dieser Glowstone. Aber unser Augenmerk soll erstmal woanders drauf liegen. Wo gehen wir am besten raus? Da. Ich weiß nicht, vielleicht hört man es. Ich bin ein bisschen angeschlagen schon. Ist halt so im Laufe des Tages hat sich das so ergeben. Und bevor ich nachher richtig krank bin, stimmmäßig oder so, und das nachher gar nicht mehr richtig will, wollte ich halt noch ein paar Folgen aufnehmen, damit ich dann halt für die Tage, wo dann eventuell da nichts aufgenommen werden kann, Folgen habe. Weißt du? Manchmal hat man ja auch noch andere Sachen zu tun, dann kann man die halt so machen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich hoffe mal, das stimmt jetzt auch mit dieser Vogel. Oh, passt. Wow. Müsste man die Endermarke eigentlich stehen lassen oder konnte man die abbauen? Ich glaube, man konnte die abbauen. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Mal gucken. Ja, da hinten ist halt noch so ein Fleckchen. Muss ich gucken, ob er das mal irgendwann zumacht oder ob er sich so denkt, nö, kannst du selber machen, den Scheiß. 400. Hä? Achso. Minus 67. Fliegen wir mal ein Stück hin. Ich sterb doch nicht. Aber er kennt anscheinend kein Wasser. Das ist schade. Ist eigentlich hier in der nächsten Zeit noch etwas zu erwarten an Land? So, ja, ein bisschen. Aber viel ist es auch nicht. Öl. Scheiß Öl, weißt du, ich habe festgestellt, das gibt es überall. Scheiß Zeug. In jedem Quellloch war das bisher drin und ich musste mich da irgendwie ganz schön abmühen, dass das dann wieder rausgeht. Oh, Mensch, das passt ja. So, aber jetzt ist der Hover-Mod ganz gut, weil du bist wesentlich schneller. Dadurch. Stell dir mal vor, du würdest doch immer zu Fuß da durchschwimmen. Sogar noch ohne Boot, in welcher jetzt erst dahin unterwegs. In der Query. Bob. Kann ich den hier abbauen? Und dann gehe ich mal wieder da hin und um die Fackel. Habe ich die Funktionsweise in der Query schon erklärt? Ich glaube nicht. Sie ist verhältnismäßig server- oder clientfreundlich in diesem Fall. Denn sie lädt im Gegensatz zur Query, die bis zu 25 Chunks lädt. Da gehen auch noch mehr, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Lädt sie nur 2 Chunks. Einmal den Chunk, in dem sie steht und zweitens, in dem sie abbaut. Sie knüpft sich immer Chunk für Chunk vor. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Und die ist auch
Ja, du kannst sie jetzt ziemlich schnell machen durch Speed Upgrades, dann verbrauchst du natürlich mehr Energie, aber ich mache jetzt erstmal noch keine rein, aus dem simplen Grund, ich habe die Sachen dafür gar nicht. Da brauchst du nämlich verzauberte Spitzhacken und die habe ich halt im Moment gerade nicht. Punkt. Na? Und naja, du kannst, und die ist halt auch etwas weltenfreundlicher, indem sie nämlich Folgendes macht. Er ersetzt alles, was kein natürlicher Block, wie zum Beispiel Holz, Blätter, Blumen und so weiter ist, ersetzt sie durch Erde. Das bedeutet, wenn du es auf einer Wiese machst, wird das wohl kaum auffallen. Wenn du es in der Wiese machst, fällt das schon dezent auf. So, warte mal, was sagt die? Null Blocks scannt. Bup. 4, 7, 10, bla. Siehst du, die arbeitet jetzt wieder. Dadurch werden die Laserdrifts natürlich langsamer, aber die Ender Kirby ist ja eigentlich ressourcentechnisch, stromtechnisch effektiver. Effizienter. So, nicht effektiver. Zack. Gut. Tutor Nummer Uno ist fertig. Schlafen gehen. Tutor Nummer 2. Ich hätte mir was schon zurechtgelegt. Schon was zurechtgelegt. Ah! Energized Smelter, na, das kannst du da auch mal bitte einen guten draus machen. Wäre zumindest schön. Smelter. So. Wir haben. Machen da mal die Basic Smelting Factory draus. Und wenn wir jetzt sagen. Elite, next. Ah, der ist also doof und erkennt das nicht. Schade. Basic Advanced. Enriched Alloy, Advanced, naja. Enri Crit So, davon kriegst du auch nochmal zwei. Ich crafte es halt jetzt mal per Hand. Ist mir irgendwie ressourcentechnisch sonst ein bisschen. Fände ich das sonst nicht schön. Wie sieht's aus? Crafting 30. Ja, muss ich mal gucken, weil oben das mit diesem Gesocks da ist auch ein bisschen verbuggt. Hier, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Das finde ich auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Dass sich hier gerne mal die Items ablagern, obwohl sie es rechnerisch. Eigentlich wird rechnerisch ist falsch. Obwohl sie es nicht dürften. Weißt du? Ob das hier ran liegt? Ob das an diesem ME-Konvert liegt? Eigentlich ja nicht. Aber normalerweise müsste er die 34 jetzt schon reingezogen haben. Das, was er nicht tut. Deswegen verstehe ich nicht, warum er das jetzt irgendwie meint. Nö, ich mach das nicht. Nenne. Advanced Smelting Factory und Elite. Das Elite kann ich gleich craften und das andere nicht. Die Elite der Smelting Factory brauchen wir nämlich für Folgendes. Ich merke schon, die Stimme verreckt ein bisschen. Passiert. Die brauchen wir, um die Nether-Erze zu schmelzen. Und ja, dann kriegst du daraus halt normale Erze. Beispiel. Nether. Gucken wir uns mal folgendes Beispiel an. Wie zum Beispiel Nether Gold. Kriegst du aus einem Laserdrill zu einer Wahrscheinlichkeit mit einem Laser Focus Yellow zu 1,23% und daraus kannst du machen. 4 Gold das, 2 Gold Ohr, 4 Gold das, 2, 4, 3 sogar, wenn du Rich Slag hast, aber das kriegst du nicht so einfach in Massen. Das ist natürlich nicht effizient. Das gibt noch, das gibt. Wie viel kriegst du denn daraus? Jetzt müsste ich rechnen, als ob ich rechnen würde. Das ist bescheuert. Also, angenommen, wir kriegen beim Smelting 2 raus. Dann kriegst du mit der Erzsaphir-Farbe da schon 8 raus. Also kriegst du aus einem von diesen Teilen 8 Goldbarren raus. Das ist doch schon mal ganz nett. Und dadurch, dass ich das schmelze, wird es zu normalem Erz und dann ist es so gesehen kompatibel mit dem Erz, was ich. Wie umschreibe ich das mal? Was ich so oder so verarbeite. Weißt du, dann kann ich das ganz einfach in die bestehende Produktionsstrecke mit reinbauen. Die Frage ist, wo baue ich denn diese Strecke auf? Hier? So? Draußen? Oh, Scheiße, ich hab's noch. Ich hole mir mal ein paar Sachen, die ich vielleicht dafür brauchen könnte. Und vielleicht,
wenn mir meine Stimme das zulässt und mein Hals, dann nehme ich mal die Folgen ein bisschen am Stück auf und dann schneide ich mir die halt zurecht, wie ich sie brauche. Oder auch nicht, mal sehen. Item Converts. Wo haben wir sie? Ich brauche noch mehr. Iron. Wir haben noch etwas Pulsating Iron. 63. Ein paar Conduit Binder. Conduit Lens Binder. Nein! Böse! Ratatat, ratatat. Zacke die Zack, zacke die Zack. Sollte erstmal reichen. Was brauchen wir noch? Ulti. An welchen Energieschrankpaar geht das denn ran? Es gehört ja rein theoretisch zu den Laserdrills. Es kann aber auch zur Erdverarbeitung gezählt werden. Weil das wird halt später relevant, ne? So, weil diese Laserdrills, die schalten sich ja immer wieder aus. Und ich glaube, das wäre nicht so schön, wenn der Teil keinen Strom kriegt. Nee, dann packe ich das mal lieber bei den anderen Sachen ran. Ja. Brauche ich noch was? Itemfilter. Itemfilter. Ja, viele. Mach mal viele. Danke. Das geht auch schön schnell. Wir haben ein bisschen Zuckerrohr. Zucker. Ja, ein bisschen. Brauche ich noch was? Eine kleine Überlegung. Wir haben die ganzen Sachen da drin. Alles, was in den Müll gehört, geht auch darin, weil die Priorität höher eingestellt ist. Bedeutet, wir haben nur noch die Sachen, die da auch rein sollen in diesen Ofen. Können wir mit einem Itemfilter einstellen. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Du hast die niedrigste Priorität. Alles, was ganz normal verarbeitet wird. Du hast mittlere Priorität für die Nesse-Sachen, die in den Ofen müssen, und du hast hohe Priorität für das, was in den Müll gehört. So, easy. Ich könnte ein paar Steine gebrauchen. Durchaus. So. So. Gucken, das zum ME-System rennen geht mir ein bisschen auf den Sack. Vielleicht können wir in diesem Part noch das, oder in der Aufnahme das noch hinkriegen mit so einem Wireless Terminal oder so, oder zumindest so Wireless Charger, dass man nicht halt immer zum Akku laufen muss oder zum ME-System laufen muss. Manchmal ganz praktisch, aber wenn du nur ein paar Steine brauchst, dann ist das, glaube ich, doof, wenn du immer durchs Haus rennen musst. Würde ich mal so meinen wollen. Sind wir schon mittig? Nein, da fehlen noch zwei Blöcke. Upp. Fick dich. Delfin. So, wir haben. Ja, mittig. Hier kommt der fünfte Laserdrill hin. Und dann passt das. Dann können wir uns hier rüberziehen. Ziehen uns durch den nicht vorhandenen Brandschott in die andere Halle rein. Zack. Könnte man abdichten oder man könnte da irgendwie noch eine Tür reinbauen. So zum Beispiel. Jetzt machst du Folgendes. Wir holen uns mal Strom von da hinten mit den Kabeln, die wir nicht haben. Ob ich denn die Ultimate Universal Cable noch her? Hab ich die abgebaut? Nee. Oder? Nee. Eigentlich ja nicht. Verstehe ich nicht. Wir brauchen mehr. Wenn wir schon mal gleich dabei sind, da. Versuche ich mal noch etwas Ärgerschießen zu betreiben. Anglizisten würden sagen Troubleshooting. Weil das geht mir auf den Sack, dass das da nicht rauszieht, weil dann brauche ich gar kein Autocrafting, wenn das eh nicht funktioniert. Puh. Dreck. Ich meine, wir machen es erstmal, damit es funktioniert, ne? Zack. Mal gucken. Uni. Dip, 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 dip.
Siehst du, das funktioniert. Also es hat ja zu Anfang funktioniert, deswegen war ich verwirrt, als es nachher plötzlich nicht mehr funktioniert hatte. Ich glaube, ich sollte die Produktion einfach auch umstellen, so wie das hier ist. Auf lange Sicht. Wenn ich mal immer wieder Lust habe. Und so. Ich habe eigentlich genauso zu tun. Es ist aber immer dieses Lustproblem. Wenn man sich jemand anzunehmen, ja, irgendwas da so zu machen. So Sachen halt, ne? Steckt da noch drin? Ja, das. Hä? Oder läuft die Maschine gerade hinten noch? Moment, die war doch da. Guck mal, das läuft nicht und er hat hier noch einen drinnen und meckert rum. Was ist denn sein Problem? Aber was ist sein Problem, Junge? Crafting 1, das zieht er nicht raus. Und die hier zieht er auch nicht raus. Verstehe ich nicht. Aber okay, das kriegen wir auch noch hin in nächster Zukunft. Vielleicht diese Aufnahme noch. Crafting 8, Reinforced Alloy. Ja, die müsste er ja jetzt machen. Ja, macht er auch. Zieht er dann auch tatsächlich raus, weil ich hier die Insellösung geschaffen habe. Ja. Dann muss ich das halt in der nächsten Zeit mal umstellen. Alle Kisten kriegen die Output-Items als Output. Eine Kiste, wo es reingezogen wird. Fertig. Achso, ich habe das bisher so gemacht, dass es. Okay. Los geht's auch. Naja. Uni. Da ist ein Cable. So. Patatatzank. Wir brauchen natürlich Strom für diese Maschinenkanne. Ohne Strom nichts los. Das mit der Kirche muss ich auch nochmal umstellen. Aber was sagt die denn? Cobblestone. Döns. Wir stellen das Teil mal aus. Und lassen den mal ein bisschen sammeln. Mal gucken, was da so reinkommt. Und dann kann man eventuell sich immer Gedanken machen, was für Sachen man braucht bezüglich der Deep Storage Units. So, du wirst wie gedreht, du hast da mal zwei Blöcke frei, also bleibst du hier auch zwei Blöcke von entfernt. So, dann machen wir noch eine andere Geschichte. Und zwar nehmen wir das Tesseract und stöpseln das da oben drauf. Zack. Insert und du kriegst gleich Extract. So, damit mich das halt hier nicht stört. Extract always active. So. Schienen. Also ich bin wohl auch wieder auf dem Tunnelsystem gestoßen. Naja, passiert. Aber ihr seht ja die Geschwindigkeit, ne? Die sollte, glaube ich, schneller sein als ein Query. Wenn mich das nicht täuscht. Naja. Item Convert. So, ziehst raus, du packst rein. Always. Insert. So. So schnell braucht er auch nicht sein. Die Laser-Tools sind ja auch nicht so schnell. Sollte es zu langsam sein, packe noch eine zweite Elite Smelting Factory dazu. Aber ich glaube, dann hat meine Erzverarbeitung auch schon so leichte Problemchen. Auto Sort On. So, was hast du hier? Output. Input von links. Ergo von da. So. Ich möchte die Fackel da jetzt nicht wegnehmen, aber die stört. So. Zack, zack. Wenn du dem jetzt sagst, das ist doof. Ich brauche mehr, ich sag mal, Interfaces, wo ich da was einstellen kann. Dann brauche ich doch wieder so eine Zwischenkiste. Ah, ich wollte das so eigentlich vermeiden. Chest. Ja, was brauche ich? Silver Chest reicht. Ist ja nur eine Zwischenkiste, ne? Normal ist mir zu billig, brauche nicht. Und dann brauchen wir nur mal einen Ritt. Dann kann die Fackel auch tatsächlich wieder hin. Bitte sehr. Entschuldigung für die Störung. Und dann machen wir Folgendes. Wir setzen ja die Kiste hin. Damit das schön mittig ist, sollten wir auf 3 erweitern. Irgendwann mal vielleicht, eventuell. Man weiß es nicht, oder? So. Und am besten stellen wir es ein, bevor wir es verbinden und dann die ganzen Items darum wuscheln. Das ist übrigens der Fachbegriff dafür, für das, was ich gerade gesagt habe. Wuscheln. So.
Warte mal, was haben wir denn überhaupt für Nesser-Erzen, was wir denn da überhaupt für braten? Das wollte ich mir eigentlich aufschreiben, habe ich aber nicht gemacht. Haben wir meine 600 Zetteln hier. Schade. So, du kriegst ein Itemfilter. Muss ich mal gucken, wie viele Sachen ich da brauche. Insert. Itemfilter. Insert. Itemfilter. Du kriegst eine Prio von 5. Damit er halt das erst hier reinschmeißt, bevor er das da hinten reinschmeißt. Sonst kommt mein System da nicht mit klar mit diesen Sachen. Gut, passt. Dann muss ich das nachher auch noch verbinden. Irgendwie so Kreuzknobel-Schaltung. Aber es geht schon. Dann würde ich sagen, holen wir mal diese bösen Sachen, die wir denn brauchen. Gleich. Also alles, was in den Ofen muss. Wie zum Beispiel die böse Hexe. Die muss dann in den Ofen. Also, wir haben. Ach, das wollte ich mir eigentlich aufschreiben. Weißt du was? Ich guck mal nach. Und dann entscheide ich das. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dann. Tschüss.